Moment mal. Kann ich davon was? Nein. Okay, bin wieder weg. Hi, Daddy. Hm, das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ziehen Sie an dem Buch mit dem... Na, wer hätte das... Ja, gut. Ziehen Sie an... Na, ziehen... Na. Ziehen Sie an dem Buch... Na, wer... Hey, Dad. Hi. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Nicht wirklich. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Wasserschnabel. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Und Zebrafische sind süß. Hm. Okay, das heißt, ich brauche einen Köder, um einen Zebrafisch zu fangen. Oder wie, oder was, oder wo, oder... Hallo. Gut, gehen wir halt nochmal zu den Docks. Weil, warum nicht? Hm. Ein langweiliger... Huhu nochmal! Verschwinde! Du verscheuchst aber, die aber, Fische! Aber. Ich bin doch ganz leise! Als würde es darauf ankommen. Hast du schon einmal einen Fisch mit Ohren gesehen? Das ja. Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Wenn du ein Angler wärst, wüsstest du das. Aber... Kusch! Manu! Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Ja... Kann ich denn im Kutter noch irgendwas machen, holen? Und tun und bauen und machen? Nein, ich muss das nicht tun. Ich bin besser als diese deponianischen Müllwühler. Ich kann... Ich muss... Aber nichts rausgeholt. Auch gut. Ja, da haben wir aber nur noch den Radar, ne? Gut. Da gibt es nichts. Was machen wir mit der Antenne? Mit den Pillen. Da müssen wir auch irgendwie rein. Lebt ihr noch? Ich will die beiden nicht stören. Moment. Ruh. Verdammt. Hier kann ich ja auch nichts machen, ne? Ah, außer da auf dem Zimmer. Hallo? Na. Laut Fiebel ist das hier ein Pool. Genau. Verdammt. Laut Fiebel brüten Feuerschnabeltiere im Loch. Ich würde zwar weg, aber ich lasse es liegen. Da steht, es gibt nur eines dieser... Können wir mit der Farbe machen?
Dann schon eher schwarz. Mit so und vielleicht. Ich habe scheinbar zu viel Zeit. Ein wenig mehr Power. Spiel nicht an den wenn du nicht. Mecker, aber, mecker, aber. Mecker. Spiel gern rum. Mit den Verzweiflungstaten waren wirklich nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Es ist Zeit für ein plus minus 10. Da kann ich halt auch nichts mehr machen. Kann ich mit dir reden. So. Hallo nochmal. Ah, wie kommst du? Was ist schiefgelaufen? So wie es aussieht, hat dir Gilligan dieser Verbolz Bewusstsein ist ja auf jeder Datei. Das passt schon. Ja. Nette Praxis. Oh, danke. Ich hätte sie zwar etwas anders. Ach, ich war. Die Abschirmung des Generals. Aber was. Ja, ich würde. Aber ich würde nur. Du weißt doch wo. Und ich bleibe da. Tja, ist hier sonst noch. Was ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments, totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt's ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus. Meine Praxis war cool und größer. Wirklich? Die im Haus? Ja. Nicht nur groß. Haben und sie hatte auch Lichtschein. Ja. Genau. Ich werde du das. Das ist ein Techno. Sowas. Ob da wohl. Spiel nicht an den. Wenn du nicht. Bin gerade ein bisschen überfahren. Aber das ist ja auch nichts Neues bei den Spielen. Also im Waffenladen haben wir nichts. Das Perspektiv müssen wir irgendwie dunkel machen. Ich glaube, ich bräuchte immer noch eine Banane oder so. Das liegt auch um. Der Strom ist jetzt aus. Lotto spielen. Man braucht. Kann ich die nochmal in den Häcksler schmeißen? Ich habe sie bereits geschreddert und ich lasse mir ja einiges vorwerfen. Aber Gründlichkeit gehört nicht dazu. Mit diesem Gerät lass was ja bereits nützlich. Entschuldigen Sie, aber ich muss. Nein, nehme ich zumindest an. Das ist er. Er ist noch schöner als ich, nehme ich zumindest an. Warum passiert mir das eigentlich immer? Mit diesem Gerät ja bereit. Es tut mir sehr. Wir akzeptieren. So steht es. Verdammt. Herzlich es wie. Ich bin dann. Aham. Ist ja schon. Ja, nimm doch. Rolle.
Das. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Der kennt's nicht. Man sollte immer ein... Was machen wir jetzt noch? So kommen wir noch nicht. Diesen Fisch werde ich mit... Mal was testen, aber ich glaube nicht, dass das... Laut Fiebel, ich würde zwar wetten, aber ich lasse es nicht. Da steht es. Nö. Okay. Da eventuell gleich rein. Mist, hier fehlt die Kohle. Kohle, wo kriege ich die jetzt her? Laut Fiebel ist das. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund zumindest so. Laut Fiebel. Laut Fiebel brüten Feuer. Wo krieg ich Kohle her? Kohle, 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 Kohle. Und ich glaube, hier kann ich gar nichts mehr machen, außer irgendwas mit der Farbe. Nur was? Dann schon eher schwarz. Mit so viel. Ja, mit dann schwarz. Dann schon eher schwarz. Mit so viel. Laut Lieferschein ist da. Was? Ich würde gern. Oh, das ist. Was soll's denn sein? Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratisgurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift. Sie liegt hier irgendwo. Tut sie nicht. Dann habe ich das letzte Exemplar wohl mit auf Gullivers Spelunkenklo genommen. Ja, toll. Für mich erst jeder das. Wir sehen uns. Sprich nur. Nee. Entschuldigung. Mhm. Spielst du auch? Klar, bleib. Huch, was? Spielst du auch? Klar, leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Na, so ein Mist. Ich komme auf was auch. Kann ich den anderen vielleicht so lange nerven, bis der, keine Ahnung, abhaut? Eventuell. Hier kann ich ja nichts machen. Nee. Mit Wachs beschmieren. Ach nee, wenn jemand. Ach nee, wenn jemand. Du Schuh, ich hab dir doch gesagt. Bin ich ja auch. Du hast zwar einen gewaltigen Schuh. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop. Das heißt, ich brauche den Drachen, oder? Das ist er, Alter. Er ist noch schämig zumindest an. Ich muss zu. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitz.
So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlaf. Dann könnte ich direkt vom Bett. Hallo. Na? Willkommen nochmal. Hi, all nochmal. Was kannst du mit... Eine Menge. Aber das würde... Und das will niemand. Schlag es doch am besten. See you later. Hell. Und der Schnabel. Willkommen. See you later. Hell yeah. Dein An... Willst... Und... Dein... Willst... Kein... Und... Dein... Will... Und der Schnab... Hätte das sein können, dass noch was kommt. Mit Daddy können wir auch nicht. Schau mal, Paps. Himmel, Junge. Hast du etwas Schatten, wenn du bringst das auf der... Auf der... Einfach hieß, geht das? Ah, so weit kommt's noch. Okay. Hallo, Herr Dichter. Kannst du mir was dichten? Das ist so ich weiß nicht, ob ich lachen. Ich probier's. Ja. Kann ich den Faden haben? Hey, wenn du jemanden suchst, der zu viel Krieg habe, Aber. Sag, Faden. Klopf, klopf. Du schon. Du bist echt eine arme Sau. Aber reicht. Ist doch dasselbe. Mach's gut. Genau. Lass mich. Du siehst hungrig. Hab ich dir etwa was? Muss ich von Daddy vielleicht noch so einen Wisch holen für einen. Ich könnte mich erinnern, dass der irgendwann mal gesagt hat, nimm was du willst und lass mich einfach in Ruhe. Hey Dad! Was ist denn hier? Siehst du nicht? Ich hab dir noch... Was hast du? Ich erzähl... Ich... Wegen... Und was willst du? Was? Die wie du das... Deal. Zu spät. Ich... Nicht weg. Vergiss, er zieht nicht... Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Dankeschön. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Nein. Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, ja. Da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kitzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, nicht in diesem Ton, alter Mann. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Ja. Oh hey, so kriegen wir alles. Auch gut. Mach's gut, Alter. So. Hey du, ich brauch Kohle. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo. Guck mal. Ich brauche Kohle. Tja. Was auch sonst. Da geht die Kohle.
Brauch nur ein bisschen was. Und den Faden noch. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Aber wie Maka sagt, du bist selber schuld. Tut mir leid. Kann ich die auch haben? Hey, was... Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Ja, das, au. Was er damit will, ich weiß es echt nicht, aber ja. Können wir sonst noch was mitnehmen, wenn wir schon mal da sind? Aber hey, wir haben einen Faden. Endlich. So, einen Haken. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Hakengedöns, ganz genau so ist es. Dann ein Fisch. Das habe ich mir bereits geangelt. Kohle. Lalalala. Komm, stopp die Kohle in den Ofen. Dann mit der Kerze anzünden. Aha. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. Hast du das Ei jetzt nehmen oder ist es erst zu weit oben? Nur so als Laut Frage. Laut Schiebel ist das hier cool. Ja. Au. Verdammt. Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Oh nö. Hört auf in den ewigen Loop. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Alle blau? Jetzt muss es passen. Da lang, da lang, hier runter und raus. Tada! Und da haben wir auch das Feuerschnäbelchen. Hallo! Wie kriege ich dich da jetzt raus? In die Urne? Mal gucken. Oh, Entschuldigung. Out! Okay, das kriege ich wohl einfach so. Auch gut. Gut, das haben wir auch. Dann brauche ich nur noch diese komische Windhose. Ach ja, und den Fisch.
Aber dann sind wir ja da. Glaube ich. Das habe ich mir bereits geangelt. Und wo kriege ich den Fisch? Das ist jetzt die Frage. Was soll das denn? Das schon. Es ist ein Beweis dafür, dass ich... Das beweist nicht einmal, dass du ein Mensch bist. Wahllose Sachen aus dem Müll ziehen, das kriegen auch Ratten und Bomben. Hey, das habe ich gebaut. Wenn du mir beweisen willst, dass du ein Angler bist, dann zeig mir einen Fang von dir. Ansonsten... Kusch. Kusch, kusch. Wo kann ich denn angeln? Bei Papi? Hier kann ich auch nicht angeln, oder? Nein. Probieren wir es mal bei Papi um. Vielleicht kann ich ja doch hier drin angeln. Finger weg von den Männern. Okay. Das Ding hier bräuchte ich noch. Windhose da oben. Gut, muss. Hallo, Glatzmatz. Freunde? Leg ich wieder. Verdammt. Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Papa. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Du warst aber auch. Gut, wo kann ich angeln? Das ist jetzt die Frage.